Mein Name ist Hendrike Grubert, ich bin die Gründerin von Ponyhütchen. Ponyhütchen steht für natürliche Kosmetik, die bunt ist und Spaß macht. Von Berlin aus verschicken wir unsere Produkte in die ganze Welt und man kann uns hier außerdem in unserem Store besuchen. In meiner Familie waren natürliche Produkte immer ein Thema und mit 19 habe ich mir dann meine erste Naturkosmetikcreme gekauft. Es war damals so, dass die Produkte zum einen nicht besonders attraktiv waren und zum anderen auch von der Textur und Wirksamkeit nicht so waren, wie ich mir das erhofft hatte und wie ich von konventionellen Produkten gewöhnt war. Und ich habe mich gefragt, warum kriegen das Naturkosmetikhersteller nicht hin? Und habe damals eigentlich spontan einfach was angemischt und hatte dann zu viel, habe das an Freundinnen verschenkt und die waren total begeistert und das hat so Kreise gezogen und dann kamen Leute auf mich zu und wollten mir das abkaufen. Und das war so, wo ich gedacht habe, okay, da kann man was draus machen. Die größte Herausforderung zum Start meines Unternehmens war tatsächlich die steigende Nachfrage nach den Produkten und das damit verbundene Wachstum. Aber ich meine, haben wir gemeistert, weil wer wächst nicht gerne? Das wichtigste Thema im Unternehmerinnen der Zukunft-Programm ist gerade die Erweiterung der Produktpalette. Wir haben dafür eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wo wir das Ziel nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen haben. Und es hat uns total gefreut, dass so viele Leute an uns und unsere Produkte glauben. Die Kunden können bei uns natürlich fertige Produkte kaufen, aber wir geben auch Do-it-yourself-Workshops, in denen wir den Kunden zeigen, wie sie selber Naturkosmetikprodukte wie zum Beispiel Badekugeln oder Deo-Cremes oder auch Lip-Balms herstellen können. Das ist für uns jetzt kein Widerspruch, sondern wir möchten einfach vermitteln, wie viel Spaß das auch macht, etwas selber herzustellen. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass Naturkosmetik die bessere Alternative ist. Aber ich würde das einem Kunden nie so sagen, weil ich möchte, dass er die Produkte liebt und dass er von der Wirkung überzeugt ist und sich deswegen für unsere Naturkosmetik entscheidet. Das Unternehmerinnen der Zukunft-Programm ist für ein kleines Unternehmen, wie wir es sind, wirklich sehr fordernd, aber es hat sich mehr als gelohnt. Wir haben in den letzten 6 Monaten unseren Umsatz auf Amazon vervierfacht und 5 neue Arbeitsplätze geschaffen. Mein Ziel ist die Internationalisierung. Über Amazon erreichen wir nicht nur Kunden in Deutschland, sondern inzwischen auch in Spanien, Frankreich, Italien und England. Darüber hinaus wird es unseren eigenen Online-Shop demnächst in einer französischsprachigen und englischsprachigen Variante geben. Ponyhütchen ist mehr als eine Naturkosmetikmarke. Ponyhütchen ist ein Lebensgefühl.